dass wir zum Beispiel, ich glaube, das machen wir mal. Alter. Dass wir wirklich mal schauen. So. Hey, Silvester, die Nachbarn knallen schon wieder. Dass wir wirklich mal schauen, dass wir tatsächlich, bevor wir jetzt irgendeine neue Mission angehen, dass wir Ressourcen farmen, wie so Wahnsinnige, die quasi in den Behältern packen. Also das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen ja also hier Schwefelerz und so ein Kram. Ne? Dass man die auch, die Sachen sortiert. Dann den Frachtraum vielleicht erstmal leer räumt. Und dann Stück für Stück, hier oben mache ich mal Kohle, dass man da Stück für Stück quasi sagt, auch Kohle, dass man sich alle, so diese Kupferbarren-Geschichte und so, dass man die sortiert. So, Eisenerz bin mir noch nicht sicher, wo wir das reinpacken. Ich würde hier nochmal gucken, wie wir das ein bisschen sortiert kriegen. Das würde ich woanders reinpacken. Dass wir hier so ein bisschen jetzt vielleicht mal sortieren. Nochmal neu. Lagersortierung. Es tut mir leid, dass das immer wieder kommt, das Thema. Aber es ist leider, es bleibt leider nicht aus. So, ich würde Kupfererz hier hinpacken. Genau, und hier würde ich dann das Schwefelerz hinpacken. Und dann hier oben vielleicht doch einfach das Eisenerz. So, dann haben wir die vier Kisten nur für die Erze. So, 15, also zwei Plätze von 15, ne? Okay, alles klar. Dass wir da erstmal farmen gehen. Dass wir das machen. Und ganz in Ruhe quasi das erstmal alles voll machen. Und dann würde ich eine Kiste nehmen, wie zum Beispiel die hier oder eine ganz neue. Mal gucken, wir haben ja hier noch ein Köfferchen. Ich würde den mal abbauen und warte mal, den würde ich auch mal abbauen und den abbauen. Dann würde ich vielleicht hier auch nochmal einen roten Schrank, da drüber ein Schränkchen. Dann doch nochmal da so einen hin. Dann haben wir ja, ich glaube, einen haben wir, glaube ich, noch übrig, ne? Kann das sein? Oh nein, ich will nicht drehen. So. Haben wir jetzt noch einen Schrank in der Tasche? Ja, das war der, glaube ich, eingelagert war. Den können wir... Ja, komm, wir packen ihn mal hier rein. So, das ist ja klar. Reparatur, tralala. Aber dann würde ich vielleicht hier auch nochmal die, wie gesagt, für Waffen machen. Und so ein Gedöns, was wir ja vorher auch schon hatten. So, dann machen wir 60, 60. Erstmal stapeln. Das einmal sortieren ein bisschen. Granaten. Waffe. Dann kommt Munition. Dann kommt Rüstung. Dann kommen Granaten. Und erst Heilung. Genau, so hätte ich es gerne. Nee, dann würde ich sagen, dass man hier dann halt immer noch diese Munitionsgeschichte macht. Mit Leben. Weil davon haben wir jetzt erstmal noch nicht so viel. Das würde ich jetzt erstmal... Ich mache mal hier die Flinte als Symbol. Dann wissen wir, was da ist. Und die vielleicht nochmal zusätzlich als Erze, die wir, oder beziehungsweise den ganzen Kram alles nehmen. Huch. Und den packe ich jetzt hier rein. Am besten hier oben. So, dann schreiben wir hier drauf. Kupferwaffenteile? Nee, ist Quatsch. Hier, Kupferschrott, genau. So. Und dann haben wir nämlich hier nochmal einen Behälter, den wir dann nochmal gegebenenfalls nutzen können. Und die Geschichte, ich weiß, wird ein bisschen eng, ne? Wir können mal gucken, ob wir vielleicht das Fenster hier einfach abbauen. Weil im Prinzip, eigentlich brauchen wir das Fenster nicht. Können wir das, wir haben noch so ein Teil, ne? Mal schauen. Türmodul. Ersatzwand. Nein, ich will nicht. Nein, ich will kein Fenster einbauen. Kann ich? Ah, okay. Leuchte? Ich habe eine Leuchte abgebaut. Ich wollte die gar nicht abbauen. Ich baue sie hier hin. Ist egal. Jetzt haben wir da eine Wand. Er müsste ja theoretischerweise eigentlich jetzt da auch einen Schrank hinbauen können, ne? Oder? Lass mal gucken.
Nein, warum? Hä? Was denn da? Türmodul? Achso, mit Fenster. Achso, okay. Ich kann da keinen Schrank hinbauen? Warum? Ah doch, jetzt geht's. Okay, ich musste erst. Alles klar. Schrank hinhängen geht auch? Ja, nice. Dann würde ich hier vielleicht mittig erstmal nochmal einen Schrank machen. So. Dann haben wir das auch. Dann haben wir hier nochmal ein Schränkchen für, keine Ahnung, irgendwelchen Klimbim. Vorsichtshalber. Dann haben wir das erstmal. Dann würde ich tatsächlich... Kohle haben wir ja eigentlich da, ne? Wir brauchen, glaube ich, hier oben kein... Nicht nochmal Kohle. Oder? Brauchen wir so viel Kohle? Was ich alles gesammelt habe? Ich meine, wir können ja nochmal ein bisschen was reinschmeißen. Warte mal, hier sind noch die Erze drin, ne? Die nehme ich jetzt alle mal raus. Alter, nee, die Kohle lasse ich drin. Die brauchen wir ja zum Fahren. So, Pulver und so ein ganzes Gedöns lasse ich auch mal drin. Module lasse ich, glaube ich, auch erstmal drin. Ich möchte jetzt erstmal gucken, was wir alles haben, was wir alles dann benötigen. Nein, ich packe das schon mit alles in einem. Das ist vollkommener Blödsinn, was ich mache. So, dann kommt hier jetzt das rein und die Kohle kommt nochmal da oben rein. Lassen wir jetzt erstmal so, ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf Erkundung. Ich ziehe mir mal eben nochmal den Anzug an. So. Und würde sagen, wir schicken das Schiff dann direkt wieder unter Tage. Und schauen dann, dass wir erstmal ein bisschen forschen. So, wir haben 19 Minuten Zeit, das passt ja eigentlich. Schicke ich das Schiff nämlich direkt weg, damit es hier nicht angegriffen wird. Weil hier scheint es ja doch ein bisschen schwieriger zu sein. Und wir können ein bisschen erkunden. So, mit der 6, ne? So, tschüss. Mach's gut. Dann können wir sie nämlich immer noch rufen. So, lass mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Wir sind irgendwo... Okay, wir sind hier drüben. Hier ist, glaube ich, die Lava. Und hier waren wir ja vorher gewesen. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite der Karte, der Map. Das heißt, da drüben müsste eigentlich die Lava sein. Wir gehen mal gucken. Wir können ja jetzt ein bisschen erkunden, während wir ja gerade so am Rumexistieren sind. Ach, guck mal. Weil wir wollen ja auch ein bisschen sammeln. Das tun wir jetzt direkt mal. Und hier kriegen wir nämlich an Eisenerz. Das hatten wir draußen vorher auch nicht bekommen, sondern nur unterirdisch. Also gut zu wissen. Vielleicht finden wir auch ein paar Höhlen. Ja, oder Minen. So, dann gehen wir noch hier hin. Eigentlich, also es müsste hier links, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, orientierungsmäßig, der... Ja, die Klippe sein mit der Lava, oder? Ja, genau. Also sind wir quasi da drüben vorher gewesen und jetzt sind wir hier. So, guck mal, hier ist jede Menge Eisenerz. Schön wäre es noch, wenn man sich das auf der Karte, obwohl... Ja, es wird ja auf der Karte angezeigt, so ist ja nicht. Ist denn da oben? Das ist ein... Nee, ich dachte erst, da wäre jetzt irgendwie ein Gebäude, was ich nicht kannte. Aber hier gibt es schon einiges, ne, an Zeugs. So, wir haben... Ach, jetzt, wieso habe ich die Sachen denn noch in der Tasche? Oh, uff. Naja, gut. Ob es wohl später auch einen größeren Rucksack gibt? Ich glaube nicht, oder? Weil 35 Plätze sind schon ordentlich. Ist jetzt doof, dass ich die Sachen noch mit habe. Nimmt natürlich jetzt unnötig Platz weg. Na, ich rufe mal eben mein Schiff. Komm, ich mach das mal eben. Mit der 7. So, Schiffchen, komm mal eben. So, wie das kommt, gucke ich nochmal eben. Da ist ein Dörfchen, da liegen Teile. Die können wir uns dann mal mitnehmen, da. Da oben ist ein Schiff, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen stärker sein. Ja. So, Drillship Kern 2 wird benötigt. Genau, modifizierte Ketten 2. Fortgeschrittene Produktions... Produktion aufwerten wird benötigt. Das ist Produktion 3. Da müssen wir mal schauen, was wir dafür brauchen. Das brauchen wir wahrscheinlich für Dings. Schätze ich mal. Für, ich denke, für, ich denke, wir brauchen das wahrscheinlich, um auch die Ketten und so zu bauen. So, warte mal. Lager, ne? Warte. Hier oben. Gucken wir mal. Nee. Ich verlaufe mich immer hier. Hilfe!
So, ich wollte das ablegen, ne? Pack das mal hier jetzt rein, ist doch egal. Ach komm, zwei Granaten-Stacks packe ich mal weg. Oder? Lass mal so. Dann kann ich das ja eigentlich schon einlagern, weil wir ja gerade eh hier sind. So, gut. Und dann düsen wir nochmal los. Und dann schicken wir es nochmal weg mit der 7. Ah, oh, guck mal, hier ist schon mal wieder alles grün bewachsen. Was? Closed Landing Site? Was? Nein, ich rufe 6. Unter Tage. So, jetzt aber. Endlich. Gut, dann gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, ob wir ein anderes Drillship angreifen. Ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir uns so ein bisschen so ein Vorrat bauen. So, ich gesagt hatte, okay, da unten laufen schon Kandidaten rum. Ich sehe sie. Haben wir nachgeladen? Ach, das ist die eine Kugel, ne? Diese eine Kugel. Diese eine Kugel, die ich auch mal ausprobieren möchte. Was ist das? Kann ich das vorher sehen? Oh, Produktionsmodulstufe 2. Mhm. Nehmen wir mal mit. Was liegt denn hier? Das ist auch nur Kupferschrott. So, warte mal. Oh, oh. Ich komme nicht rein. Ah, jetzt. Oh. Eisenplatten. Nehmen wir mit. Wissen die, dass wir da sind? Ich hoffe nicht. Oh, ich bin da. Oh, ja, die wissen, dass wir da sind. Holy shit. Dum, 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 dum. Alter, was? Holy shit, die haben eine Minigun. Alter, ich muss los, Bruder. Jungs, hier, ich hab was für euch. Alter. Alter, die haben eine fucking Minigun. What the fuck? Rohkristall, Alter. Holy shit. Das wird definitiv nicht einfach hier drüben. Ist das Kupferschrott? Eisenschrott ist das. Okay, das soll ich vielleicht mal mitnehmen. Mann, ich wollte doch nur Dings sammeln. Vielleicht sollten wir vielleicht auf die erste Seite wieder fahren. Hydraulik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dieses Schiff da oben ist interessant. Das sollten wir vielleicht angreifen. Ich schau mal, ob das... Oh nein, es fährt weg. Shit. Können wir es irgendwie zerstören? Ne, shit. Mist. Das ist nicht gut. Alter, was war denn das gewesen, bitte? Okay, also für Ressourcenfarming, die Standardressourcen sollten wir vielleicht nicht hier hinfahren, sondern sollten vielleicht wieder in den Startbereich 1 gehen. Alter, die hat eine fucking Minigun. Oh oh. Okay, was ist das für eine Mine? Das ist Eisenerz, ne? Nehmen wir mal mit, wenn wir gerade hier sind. Es hört sich so an, als würde ein Schiff irgendwo rausgefahren kommen, aber ich sehe keins. Ist das eine Eisenerzmine oder was ist das für eine? Wir gucken mal. Kohlemine. Oder? Oder was ist das? Ist das Kohle? Das ist Kohle. Aber ich würde trotzdem einmal reingehen, denn dort drin befinden sich ja immer Kisten und so, die ich mal auschecken möchte. Da ist zum Beispiel eine Kiste. Da. Ja, Reparaturkit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Später vielleicht. Wir haben so viel. Eisenbarren. Ehre. Okay, Archiv wurde upgraded, weil wir so viele neue Sachen bekommen haben. Da werden wir wahrscheinlich jetzt auch herausfinden, wie wir das abbauen, nicht abbauen können, sondern wie wir das herstellen können, die neuen Sachen. Also hier kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Eisenerz auf dieser Seite der Karte. Was ist denn da unten? Stufe 2? Waren wir da schon? Ah ja, doch, ich glaube ja. Doch, da waren wir ja, glaube ich, gerade. Dann sollten wir vielleicht erstmal, bevor wir dann hier wieder hindüsen, erstmal nochmal zurück ins Startgebiet und dort ganz gemütlich erstmal die Standardressourcen farmen. Weil das ist hier, glaube ich, kein guter Zeitpunkt,
hier diese Standardressourcen abzufarmen, wenn sie hier überhaupt gibt. Okay, da hinten ist ein Schiff, glaube ich, gespawnt oder kommt gerade. So, gucken wir mal. Irgendwo hier. Da hinten ist... Ist das eine Mine? Das können wir nicht abbauen. Ich habe es nur mal probiert, wie immer. Hier scheint auch, glaube ich, eine Landezone oder eine... Genau, eine Zone zu sein. Da hinten ist eine Mine. Wir wissen, in der Mine sind wir safe vor dem Vulkanausbruch. Okay. Es ist ein bisschen hügeliger hier auf der Seite. Aber jetzt auch nicht so viel anders, wie ich gedacht hätte. Ich dachte vielleicht hier noch eine größere Stadt. Gut, wir haben jetzt noch nicht so viel erkundet, muss man sagen. Wir sind jetzt gerade erstmal am Anfang. Genau, speichern. Ich vergesse das immer wieder. Speichern ist mein Freund. So. Dann lass mal gucken. Das nehmen wir mit. Eisenschrott. Hier lag, glaube ich, noch irgendwo anders Eisenschrott, ne? Auf der Karte zumindest, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, das hätte... So, hier ist schon mal eine Eisenerzmine. So, die wir einmal besuchen. Gut. Was haben wir denn hier? Kupferschrott brauchen wir nicht. Cockpickaxe, was? What the fuck ist eine Cockpickaxe? Kann ich die ausrüsten? Ich kann sie ausrüsten, aber auf der... Ich nutze die mal auf der Null. Holy shit, what the fuck ist das? I'm the Terminator of Pickaxe, yeah. Let's do this shit. Alter, das geht viel schneller. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Das ist ja mega. Nice. So, hier ist keine... Ja, ich hau da einmal mit drauf. Das ist ja geil. Okay. Ah, er hat die andere Pickaxe jetzt weggepackt. Guck mal. Der hat die jetzt beiseite gelegt. Das heißt, ich kann die ja theoretischerweise auch für zwei legen. Dann machen wir das doch. Nice, wir haben eine neue Spitzhacke. Alter, damit geht alles viel einfacher. Die zusammengeschraubte Pickaxe mit irgendwelchen Baumaterialien. Finde ich super. So. Wir sollten auf jeden Fall hier sehr vorsichtig in diesem Inselbereich sein. Das haben wir ja festgestellt. Hier ist ja einiges los an Kundschaft. Da unten ist noch ein Dörfchen. Oh, da ist ein Doppeldeckerschiff. Also einen längeren. Er hat den längeren. So, ich gehe mal hier oben auf den Hügel. Da hat man ein bisschen bessere Aussicht, wo man hier vielleicht... Okay, hier ist auch eine Landestation. Könnte man gegebenenfalls mal unser Schiff rufen. Da oben ist, glaube ich, auch nochmal eine Mine, wenn ich das richtig sehe. Da hinten, oh, uff, da hinten ist auch nochmal ein Vulkan. Okay, da unten ist Action. Da ist, glaube ich, auch nochmal eine Mine. Da ist ein Städtchen. Da sind auf jeden Fall diese leuchtenden Kristalle, die wir auch schon haben. Rohkristall. Wird in Raffinerie zu Kristallen verarbeitet. Nach Vulkanausbrüchen erneut sich von die Vorkommen. Was? Okay, die sind auf jeden Fall da auf Erkundungstour, genau wie ich. Das heißt, wir sollten uns schleunigst schon mal ein wenig irgendwo was suchen, wo wir in Sicherheit sind. Denn hier sieht es jetzt wirklich so aus, als würde... Wow. Als würden wir in der nächsten Zeit kein Gebäude in der Nähe haben. Das ist mir zu weit dahin. Das schaffen wir in 7 Minuten nicht. Weil das doch ein bisschen sehr weit ist zu Fuß. Ich will mal gucken, ob wir hier oben zu dem Gebäude kommen. Er hat auch mega Ausdauer. Bin ich super. Nicht so wie andere. Gut, schauen wir mal. Ich speichere nochmal eben schnell, vorsichtshalber. Aber dass wir so grandios gestorben sind, ne? Ist halt... Uff. Oh oh. Ich habe gedacht, das wäre ein Dings, aber gar kein Problem. Habe ich nachgeladen? Ich glaube ja. Forschungsmodul Stufe 2. Habe ich 4 auch nachgeladen? Okay, die sind hier am rumstraven, also am rumexistieren. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Keller, ne? Das ist nicht gut. Da ist auf jeden Fall Technologie. Warte mal. Okay.
War irgendwas gewesen? War was? Alter, die Granaten sind einfach instantly geil. So. So, das nehme ich alles mit. Einfach alles nehmen. Was wir haben, haben wir. So, ist hier noch jemand? Nein, hier. Ach doch, hier ist ein Keller. So, dann unsere... Okay, das geht hiermit auch schneller offen. Das ist ja mega praktisch, diese Axt. Ach, guck mal, Rohkristall, nochmal ein Schrank. Ja, können wir mal mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Ich denke mal, wenn wir das Schiff jetzt auf Stufe 3 gebracht haben oder so, oder auf Stufe 2 mit den Ketten und so, und dem Kern, dann werden wir wahrscheinlich auch, ich denke... Huch. Na, guck mal, die netten Nachbarn machen wieder einen Ausflug in die Berge. So, ich denke, dass wir dann auch, ich vermute, unser Schiff verlängern können. Also noch einen längeren, du verstehst. Ne? So, ich düse mal zurück. Ich guck mal eben, haben wir irgendwo eine Landing Zone hier? Da vielleicht. Aber da ist, glaube ich, das müsste hier sein, ne? Ja, da. Ob wir da vielleicht unser Schiff mal eben rufen können? Dann würde ich mal ein bisschen was einlagern und vielleicht... Oh nein, Alter, da kommt schon wieder ein Kandidat. Er ist down gegangen, aber den erledigen wir direkt jetzt. Oh, uff. Jo, damit. Warte mal eben. Moment, just a moment. Ja, nehmen wir alles mit. Nehmen wir auch alles mit. So. Ach, die lieben Nachbarn. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier die Landing Zone? Das ist da hinten. Komme ich da? Ja, von hier aus. Guck mal eben, kann ich mein Schiff hier schon hinrufen? Mit der 6 ist, glaube ich, auftauchen, ne? Genau. Nee, Quatsch. Ich bin so doof. 7 ist rufen. Was, wähle eine andere Landestelle? Wieso? Hier ist doch eine, oder? Ah, es kommt. Ich glaube, es kommt hin. Zumindest fährt es hier. Ja, ich glaube, es kommt. Dann würde ich sagen, fahren wir direkt unter Tage und wir fahren rüber zur Startzone. Um da erstmal in Ruhe ganz gemütlich alles einzulagern und quasi auch die Standardressourcen zu farmen, wie wir das vorhaben. Also ich würde sagen, wir machen das erstmal so, dass wir dann erstmal Eisenbarren, so einen kompletten Schrank mit Eisenbarren haben, mit Dings, tralala und so ein Kram. Uff, Alter, wie soll... Oh, die Tür ist kaputt. Oh Gott, nein! Fahr unter Tage! Uff. Wieso hatten wir keine Tür mehr? Fuck, wo sind die Reparaturkits? Oh, ich habe keinen Platz mehr. So, reparieren? Reparieren? Wieso hatten wir keine Tür da unten mehr? War das hier? Okay, ich glaube, wir haben soweit alles erstmal geregelt. Das passt alles. Oder war... Hä? Ich bin hier einfach so durchgegangen, ne? Stimmt, hier ist einfach zugeklappt. Okay, kann ich das Teil... Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, was? Inventar voll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich sollte das erstmal lassen. Wir sind eh unter Tage, das heißt, wir sollten erstmal ein wenig nochmal einlagern. Aber ich habe doch... Habe ich das hier... Ah, jetzt ist das Modul weg. Alles klar, nice. Okay, jetzt haben wir da unten auch keine Tür mehr. Das passt. So, das heißt, ich würde einmal erstmal das einlagern, was wir alles haben. Hier zum Beispiel Schränke nochmal hin. Hier hatten wir irgendwo einen Schrank, ne? Hier. Das kommt auch da raus. Hier packen wir wieder diese Sachen rein. Uff, das wären so viele neue Ressourcen. Ach nee, das packen wir da rein. Ich bin so doof. Das wollten wir, glaube ich, hier reinpacken, ne? Genau. So, hier den Schrank erstmal rein. Wir haben
Eisenerz, 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 Eisenerz. Ich weiß gar nicht, wo ich die anderen Sachen alle reinpacke. Das ist ja schon wieder was Neues. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann packe ich hier erstmal die Eisensachen rein. Diese neuen Eisensachen, die wir haben. Wir haben schon wieder Kohle. Die neue Technologie. Ja, das können wir auch mal rausnehmen. Das könnte in den anderen Bereich rein. So. Das kommt hier rein. Das auch, das auch. Wir haben drei Türen. Warum auch immer.